Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo Impero und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir die ganzen Rätsel in Hollow Bastion, also die wir begegnet sind, hier schon mal alle erledigt und wir würden dann mal gerne weiter in der Story machen. Und ich wollte eigentlich alleine hier auf diesen Tisch gehen. Weil so, als ich sofort hier drauf gesprungen bin, sind die mir direkt hinterher gesprungen und wollten mich Schau stellen. Jedenfalls, wir haben in dem Raum da die Rätsel schon mal gelöst und haben so ein paar Teile bekommen, die ich noch nicht aufgehoben habe. Und in dem Weg geht es nämlich weiter. Deswegen gehen wir erstmal hier hin, zum Liftschacht. Den haben wir ja auch in der letzten Folge geöffnet. Und wir wollen ja mal gucken, was hier noch alles ist. Und da ist eine Truhe. Ja, wenn ich doch nur eine Magie hätte, die einen Gegenstand von der Luft aus wieder auf den Boden ziehen kann. Wie zum Beispiel Schwerkraft. Bams. Und das waren die letzten auf der Liste der Dalmatiner. Gut. Gehen wir mal hier lang. Oh, es hat eine schöne Aussicht hier. Und darum haben wir eine noch schönere Aussicht, glaube ich. Und wir gehen nach links. Das kann man irgendwie noch ändern. Ah, die Cutscene kann ich leider nicht überspringen. So, wofür haben wir das gemacht? Wer? Wer, da ist jetzt ein Mithril-Splitter oder irgendwie sowas drin? Spirit-Gummi oder Sprit-Gummi? Spirit, ja. Das nur weil. Ernsthaft, wir können nicht irgendwie so da durch. Warum ist das hier überhaupt? Das sind überhaupt Barrieren. So, jetzt können wir uns die ganze Katze nochmal angucken. Wenn ich was zu trinken hier stehen hätte, würde ich jetzt was trinken. So ein Dreck. Ja, kann das Ding nicht ein bisschen schneller gehen? Vor allem, wir müssen. Ich sehe schon, wo die Linien entlang fliegen. Wir müssen nicht den ganzen Weg sehen. Wo hätte das gedacht? Wir fliegen jetzt wieder nach unten damit. Ja, und jetzt kommen wir nach unten, gehen da rein. Ich hab's kapiert. Oh Mann. Na, die Frage ist jetzt, wie ändere ich noch mal die Richtung von dem Teil? Das weiß ich jetzt nämlich nicht. So, dann gehen wir mal in Gebiet Nummer hier. Wandelhalle, meine ich. Und holen uns mal alles, was wir gemacht haben. Emblemsplitter. 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 Warte mal. Ich dachte erst, das wäre ein Zeichen von einem anderen Kingdom Hearts Teil. Wahrscheinlich. Wir werden später herausfinden, welche Zeichen es noch gibt. So, wir haben jetzt vier Teile. Wurf. Wurf. Wurf und Duff. Die Tür hat sich geöffnet. Bin kurz davor, jetzt irgendwie zum Kühlschrank zu gehen, mir was zu trinken zu holen. Ich hab so einen Durst. Why? It was mine. Know this. The heart that is strong and true shall win the Keyblade. What? You're saying my heart's weaker than his? For that instant it was. However, you can become stronger. You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being, become darkness itself.
Oh Mann. Warum lässt er sich von jedem Einzelnen manipulieren? Seine Insel ver... Warum sind wir immer noch hier? Seine Insel taucht in Dunkelheit. Er wird von Dunkelheit umgeben. Ja, seems legit. Oh! Malefiz taucht auf, meint, sie könnte ihm helfen. Okay, seems legit. Komischer, mysteriöser Mann in einer gruseligen Kutte und gruseliger Stimme sagt ihnen, ja, ich kann dir helfen. Und so, seems legit. Ja, also, ja. Ich verstehe seine Taten im ersten Teil nicht so. So, nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Aber es ist hier Eingangsportal. Es ist natürlich die Frage, wo ich als erstes hingehe. Oh, ihr wart pink im Original. Mir fällt gerade auf, die Defender. Was? Was? Hä? Schwerkraft! Buff! Das sah jetzt so bescheuert aus. Sie sind beide so nach unten gefallen und die Viecher sind hinterher geflogen. Und haben Donald noch Schaden gemacht. Wie geht das überhaupt? Da bin ich ja irgendwie zu schwach für diese Welt. Ich bekomme so einen derbe Schaden. Und, Alter. Ich doch längere Beine. Ich bekomme hier so einen Schaden, ne? Und, wow. Ich mach irgendwie gar nicht so viel Schaden, habe ich so gefühlt. Na, ma. Komm mal hierher. Oh, das bedeutet. Der Zorn meines Donners soll dich erschlagen. Ja, da kann ich auch so rüberfliegen eigentlich. Aber okay. Gravitra. Wieso heilt mich das nicht? Gravitra. Und noch mehr Welpen. Ich war feucht. Keine Reaktion. Ah, okay. Jetzt gehe ich eiskalt darüber, ohne den Schacht da zu nutzen. Diesen Lift, was weiß ich. Ja. Ori Halkor. Oh, das war knapp, Donald. Dann seid ihr alle so suizidgefährdet. Springt doch nicht immer überall runter. Fliegt doch einfach. Ihr könnt da auffliegen. Die können ja auffliegen. Warum machen die das eigentlich nicht? Da, oh, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich hasse Kirchenfenster. Gehen wir mal zurück. Obwohl, wir können da oben noch irgendwie lang. Jetzt können wir nicht da lang. Wir gehen erstmal hier in den Schacht erkunden. Da. Na oben oder nach unten? Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube, wir sind Sackgassen, deswegen können wir hier ruhig erstmal hingehen. Ha, so viel dazu. Untergrundkanal, okay. Ach, hier kommen wir bestimmt zur letzten Truhe, die ich mal gesehen habe. Hoi! Wurf. Schieße er nochmal. Auf dass ich es nochmal abwehren. Donald haut den einfach so in Stücke. Also das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr kämpfen. Der Schaden, den ich aber bekomme, ist schon etwas extrem. Nein, verdammt. Den Zeugschleier im Feuerball. Was ist da? Irgendwie kann man das abwehren. Ach, da kommt man zum Kerker. Oh Mann. Ja, nicht posen hier. Oh. Ah.
Nein! Ich wollte da nicht runter. Nein! Aber juckt meinen Rücken auf einmal so. Kann ich mal einer von euch kratzen? Ich habe jetzt nicht gesehen, wo wir da hinkommen. Oh! Das war natürlich nur Mithril. Keine Reaktion. Ah, mein Rücken kratzt auf einmal so. Juckt auf einmal so. Ah. Diesen Baum hier in der Nähe, wo ich mich dran kratzen kann. Ah. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe. Und jetzt muss ich euch erstmal erlegen, damit ich hier Dinge damit nutzen kann. Danke. Ihr mich auch. Babs. 1, 2, 3 Combo. Okay. Whoop. Da stellt natürlich niemand in Frage, warum wir uns auf einmal in diese Dinger rein teleportieren. Können wir uns da nicht auch einfach hier, weiß ich nicht, von hier aus nach deinen teleportieren oder so? Meine, hallo? 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 So, hier ist eine Sackgasse natürlich. Force of the Gravity. Bei der Macht des Einsteins. Ich denke, die Schwerkraft irgendwie. Ja, wer war da nochmal? Verdammt. Ist ja auch egal. Also, man schaltet hier in diesem Kanal für alles ein und nicht für Wissenschaft. Also ja, lassen wir das. Hi, du Fettsack, blockierst den Weg. Ah, hab ich noch getroffen. Donald. Boah, ihr blöden Viecher. Ich glaube, ich weiß, warum ich so wenig Schaden mache, weil ich so ein beschissenes... Aua. Schlüsselschwert habe. Ich wollte jetzt Lichtschwert sagen. Ich glaube, ich nehme mal gleich ein offensiveres. Ja, verdammt. Bei Magie technisch kann ich ja nicht viel reißen. Alter! Oh, kein Lust mehr. So, Frage, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier zum Eingangsportal, ne? So, aber erstmal tue ich mir eine bessere Waffe ausrüsten. Zum Beispiel den Chocobo. Dann gehen zwar meine MP um 1 runter, aber ist egal. Dafür mache ich dann extrem unmenschlich viel Hochschaden. Mal wieder... Upsala. Ma! Ich wusste auch, ich komme hier wieder durcheinander. Ich komme immer durcheinander in diese Welt. Immer. So. Oder muss ich? Hier muss ich. Boah. Stimmt. Das war es nicht wert, Rufi. Müssen jetzt alle immer wieder hier auftauchen. Da guckt euch mal jetzt den Schaden an. Kack auf Magie. Au. Magie hätte ich vorhin gebrauchen können, da hat sie nichts gemacht. Aua. So. Hätte ich mal weiter. Soll ich vielleicht Goofy irgendwie so einschalten, der MP-Spender endlich mal ausrüsten kann? Weil jetzt habe ich wenig MP, da lohnt sich halt auch ein bisschen. Das war ein riesiger Aufzug, ne? Schön gemütlich.
Ist das nicht schön hier? Hi. Oh, jetzt mache ich euch mit einem Kombo platt. Was sagt ihr dazu? Ja, so muss das. Weiter. Warum habe ich denn da hinten treffe? Verdammt. Ich wollte da hinten das Kreisdingen da treffen. Von der Kirche, von dem Kirchenfenster. Nicht geklappt. Könnte ich meinen, man könnte hier überall in diese Welt rumgehen, ne? So an den Wänden. Ist aber leider nicht so. Oh, blauer Triertisch. Okay, das müsste der letzte sein. Ich meine, mir fehlten noch zwei. Klong. Ha, MP voll. Blitzgar Gummi. Nein. Weiter geht's. Liftschacht. Kommt eigentlich noch ein Speicherpunkt irgendwie bald? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Außenwand, okay. Und Oi Halcon, davon kriegen wir irgendwie jetzt ganz schön viele. Ja, wir sind hier drüber. Ach hier, den Ort gibt's auch noch. Ja, okay, der Schaden bringt's auf jeden Fall. Hey. Ja, pusht halt mal an. Ja, voll brutal. Alter, ruf hier auf, den wegzuschubsen, wenn ich versuche, den anzugreifen. Sehr schön. Ihr seid mir doch keinen Blick mehr hier würdig. Sehr gut. Und zack, zack. Blitzraring, ja. Und dann können sie ja mal mit Blitzgar-Sachen und so rumwerfen. Hm, kann ich so dahin? Ich glaube, so komme ich nicht dahin. Verdammt. Wasch. Warte mal, wenn ich hier so rüber gehe. Na gut. Ja, wird schon was bringen, wenn ich Dinge aktiviere. Warte mal. Na, lass mal so. Obwohl, nee, lass mal das nicht so. Ich werde es ja gleich sehen. Höchstwahrscheinlich. Oh ja. Jetzt nicht alle auf einmal durchdrehen, ne? Schild mal. Uff. Hey! Kommt der einfach von hinten. Duff, duff, duff. Sehr schön. Oh. Mm-mm-mm.
Sehr schön. Ja, das war eine gute Idee, auf den Chocobo zu wechseln. Ich brauche nur noch ein paar Level. Er kann das Schlotte. Halt. Ah, verdammt, da war ich schon wieder zu gierig. Oh, da ist ein dickes Ding. Abwehrkraft und Konter gelernt. Wow, das hat lange gedauert. Wer wollt ihr denn? Bams. So, dich ersteche ich auch noch. Abwehr, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Boah. So, nehmen wir mal das. Jetzt kann ich nicht mehr nach unten hin, glaube ich. Ach man. Ich hoffe immer, meine Selbstmordgefährten nach unten zu folgen. Oh, die Truhe habe ich vergessen. Habe ich auch ganz vergessen. Spirit Gummi. Die Frage ist jetzt, wechsle ich den Screen, wenn ich darunter gehe oder nicht? Oh Mann. Da hat sich aber jemand zum Affen gemacht. Als er dachte, er könnte was reißen gegen mich. Gegen mich! Mann. Ich will euch herunterfallen, ne? Weil man die ganzen Sachen hier aktivieren muss. Greift mal jemand an. Du kannst mich mal. Komm hier hin. Boah. Lauf den mal jemand an. Boah, der macht das hier extra jetzt. Na super. Wohl. Wo ist er? Warte, warte, warte. Nein! Ah. Du Pisser, komm jetzt hier hin! Ja! Na, warte, jetzt bist du dran! Du Pisser! Ah, so kann man das ändern. Nur so, aber ne? Okay. So, jetzt ist die Frage, wo ich als nächstes hingehe. Jetzt hier runter erstmal gehe und gucke, wo uns das eine Ding hinführt. Ach, geh weg. Ich kenne auf jeden Fall das Gebiet, wo es storymäßig, glaube ich, weitergeht. Ich glaube, da ist es noch nicht, aber gucken wir mal. Da gehen wir mal jetzt hier runter. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass Screen wechselt oder irgendwie so was, wenn ich jetzt hier runter springe. So. Liftschacht, wir können zum Glück da rein. Ah. Keine gute Idee, sich auf den Arm so hinzulehnen. Königliche Krone, weil das hat jetzt irgendwie meinen Arm voll betäubt. Was macht die Königliche Krone denn? Alle Feuer, Eis und Blitzschäden, -20% Maximum MP steigen, aber die Angriffskraft sinkt. Donald. Dann kriegen für ich Angriffskraft von Magie. Um 2 steigen die, oder was? Angriffskraft von Magie und Rufen steigen. Angriffskraft von Magie und Rufen steigen. 1 MP mehr und
Ja, wenn er noch einen Slot bekommt, falls er überhaupt noch einen bekommt, dann gebe ich ihm die. Da ist aber ein Problem. Ich komme jetzt nicht, ja, wieder hier hoch. Sonnendreck. Wo komme ich hier hin? Gehen wir mal hier hoch. Wupp. Ich könnte jetzt auch irgendwo zurückgehen und speichern, aber lassen wir das. Oh ne, jetzt muss ich halt alles nochmal machen. Na gut. Gehen wir noch schnell dahin, wo wir hingehen können. Ja, ist auch noch alles okay. So, dann machen wir, glaube ich, hier einen Schnitt. Also die Gegner tauchen direkt hier auf. Gott, leck mich. Kapelle. Ich glaube, da will ich noch nicht hin. Oder? Ja, okay, die Katzen können wir uns noch antun. So, I see the path has emerged at last. Yes, the keyhole to the darkness. Unlock it, and the Heartless will overrun this world. What do I care? The darkness holds no power over me. Rather, I will use its power to rule all worlds. Such confidence. Oh. Diese Faszination. Impossible. The princesses of heart are all here. It must be her. Without her heart, she will never be able to release her power. The king's fools are here. I'll deal with them myself. You stay here and guard the princesses. Ja, Rico schon einige Veränderungen durchzumachen. Schon wieder. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.